Hallo Leute, was geht? Ich bin krank. Ah, mein Kopf. Ich brauche etwas, was genauso ekelhaft schmeckt, so wie Medizin oder noch Hustensaft. Kauft alles, sucht die. Boah, John, lass mich gefickt, Bruder. Ich schwöre, nur Loyalität dir gegenüber, Bruder. Wunder. Ich schwöre, Hustensaft war lecker. Ich weiß, das ist nichts Neues, dass ich krank bin, aber ich meine jetzt nicht krank, so wie ihr mich kennt, sondern ich bin krank, also Corona. Und bitte schreibt Menschen in die Kommentare auf heuchlerisch gute Besserung, gute Besserung. Ladet bitte einfach nur Cyber Ghost. Nein, Bruder, chill, das ist was Gutes. Chill, Junge, über 38 Millionen Menschen sind davon besessen, ich meine, nutzen das. Cyber Ghost ist der weltweit führende Anbieter in der Privatsphäre und Sicherheitsbranche. Ihr wollt mich vielleicht runterkriegen und meine Privatsphäre belasten. Ihr habt mein Handy vielleicht kaputt bekommen, aber ihr bekommt nicht meine Hype kaputt. Eine der sichersten Möglichkeiten, sich vor Hackern und bösartigen Websites zu schützen, ist die Verwendung eines VPN. Was, Bruder? Ein VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, welches deine IP-Adresse verschlüsselt und somit deinen gesamten Datenverkehr im Internet durch einen sicheren VPN-Tunnel leitet. Durch die Verschlüsselung deiner IP-Adresse hast du dann beispielsweise auch Zugriff auf Dienste, die in deinem Land eigentlich gesperrt sind. Ja, und er kriegt jetzt noch eine Anzeige von mir. Es wird erstmal gespeichert. CyberGhost entsperrt euch mehr als 35 beliebte Streaming-Plattformen. Und ihr könnt dann zum Beispiel auf Netflix mehr Serien gucken. Oder auch ein paar Videos von mir, die in Deutschland bereits gesperrt sind. CyberGhost ist ein wahrer Ehrenbruder, denn es snitcht auch gar nicht oder so. All deine Daten werden nicht aufgezeichnet oder gespeichert. Also alles bleibt anonym, undercover und so. CyberGhost hat mehr als 7000 Server in 90 verschiedenen Ländern. Dadurch hast du immer eine zuverlässige VPN-Verbindung. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, Leute, ich weiß noch, wo ich damals nach China geflogen bin und da diese Vlogs gedreht habe. Ich war komplett gebahbelt. Ich hatte keinen Zugriff auf Google mehr. Das heißt, während meines ganzen China-Aufenthalts konnte ich nicht googeln, wo ich irgendwie hingehen will. Aber hätte ich jetzt den CyberGhost VPN-Service, hätte ich einfach mitten in China sehr wohl auf Google, Facebook, Instagram und alles Mögliche zugreifen können. Und meine Reise wäre einfach viel geiler geworden. Also CyberGhost lohnt sich wirklich. Und ihr könnt sogar ein einziges Abonnement auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Also das heißt, ihr könnt das Ganze auch mit euren Freunden und Familie teilen. Und dazu habt ihr noch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und einen 24/7-Kunden-Support. Die sind also öfters für euch da als ich. Ladet euch CyberGhost über den ersten Link in meiner Beschreibung herunter oder einfach über den angepinnten Kommentar. Damit kassiert ihr dann einen fetten Sonderrabatt, bei dem ihr 84% weniger bezahlt als sonst. Also nur 1,94 € pro Monat. Und ihr bekommt noch 4 Monate gratis obendrauf. Ich erzähle euch, wie das passiert ist. Ein Kollege von mir, der verlässt hier die Stadt und hat mir gesagt, komm Bruder, lass mal bitte etwas machen, was du noch nie in deinem Leben gemacht hast, feiern gehen. Und ich bin einfach dann mit meinen Kollegen und ein paar anderen Kollegen in den Club gegangen. Versuch ganz schnell da rauszukommen. Es ist Haram, 100% Haram. Aber diesmal dachte ich mir, okay komm, der Laden gehört dir. Wie eine Schlampe getwerkt, ich habe getanzt, ich habe Männer angetanzt, alles mögliche. Außer Mädels, die habe ich halt gemieden, weil ich wollte nicht bei mir im nächsten Video landen mit UpRed zusammen. Ich hatte auch wirklich, muss ich zugeben, den Spaß meines Lebens. Und Leute, jetzt weiß ich auch, warum feiern gehen Haram ist. Ich gehe in den Club, ich nehme den Club auseinander, ich tanze, ich wüsste, ich getwerkt habe, schon so. Du bist wirklich gut. Aber der Herr Jesus ist besser. Ich hab gefühlt jedem die Hand gegeben, bei jedem hier ab, Alter, was geht? Affenpocken, komm her, alles klar. Corona, komm her. Boah, Delta, fehlt noch in meiner Sammlung, alles klar. Schnupfen, Bruder. Malaria, AIDS, Bruder, piek's rein. Jedem hab ich die Hand gegeben, ne, so müsst ihr euch vorstellen. Ich bin im Clubshop voll geschwitzt. Ich bin fett. Ich schwitze schnell viele Menschen. Das ist Affenpocke bestimmt von, Bruno aus Senegal. Voll der geile Abend. Meine Kollegen sagen, Bruder, du bist Stimmungskanone. Wisst ihr, was für eine Stimmungskanone ich war? Ich war Ron Bilecki ohne Alkohol. Wir können ein Foto machen, aber nicht mit so geringen Verdienern. So war ich, also Ron Bilecki in Halal-Version. Genau so. Ohne Trinken, ohne gar nichts Spaß gehabt. Am nächsten Tag, ich merke, ich bin heiser. Ich merke so dieses Kratzen im Hals. Ich denke mir, scheiße, Halsschmerzen. Und ich gucke so im Internet, was kann man gegen Halsschmerzen machen? Das erste, was mir irgendwie aufploppt, vielleicht weil ich irgendwie ein paar Stunden davor noch auf irgendwelchen Sexseiten unterwegs war. Jizz hilft gegen Halsschmerzen. Ich war kurz davor, wirklich mir mein eigenes im Mund zu jissen, weil ich so krasse Schmerzen hatte. Wirklich, auch fast geweint. Und schon habe ich auch mich krank werden. Was passiert, Leute, als erstes? Ich bekomme Schüttelfrost. Dann, was kommt als nächstes? Miese Kopfschmerzen. Ich denke, kein Problem. Ibuprofen. Ibu, falls du dieses Video siehst, schöne Grüße an dich. Ibuprofen, bester Mann, ich schwör's euch. Danach war das alles weg. Ich denke mir, krass. Ohne Pokécenter-Besuch, alles weg. Bruder, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Merkt ihr, was für Kollegen ich habe? Daran merkt man wahre Brüder. Stellt euch jetzt mal vor, ich würde mit einem Unge da leben. Generell, ich merke mich selten bei Menschen. Der hätte mir, glaube ich, erst nachdem ich tot wäre, gesagt: Ey, Bro, warum hast du nicht geschrieben, dass du stirbst? Ich bin doch linker Mainstream-YouTuber. Und jetzt fängt's an. Das waren so heftige Halsschmerzen, Leute. Bei jedem Schlucken habe ich mir so an den Kopf gefasst und
Nein, bei jedem Schlucken musste ich mir an den Kopf fassen, weil das so weh tat, ne? Es wurde immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ich konnte nicht schlafen, wirklich 2 Tage lang. Und Leute, kommt mir nicht mit euren Möchtegern-Tipps. Ich habe alles gemacht. Ich habe gegurgelt den ganzen Tag. Dampfbad gemacht die ganze Zeit. Dieses Tuch über meinen Kopf, Wasser rein. Jeden Tee, den es gibt, habe ich getrunken. Sei es Salbei-Tee, Sucht-Tee, Ingwer-Tee. Alles habe ich getrunken. Ich habe Nasensprays genommen. Der entscheidende Punkt, die entscheidende Wende in meinem Leben, wo ich mir dann dachte, okay, feiern gehen war doch haram. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich liege hier in meinem Bett am Schlafen. Ich werde so wach. Ich krieg keine Luft mehr. Super Mario, alles guckt mich an, aber ich bin keine Prinzessin, der hilft mir nicht. Ich krieg keine Luft. So. Ich dachte, fertig, Bruder, dein Tag ist gekommen. Und dann irgendwie, ich hab's geschafft. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich hab wieder Luft bekommen, ne? Ich gehe original zu meiner Mutter ins Zimmer. Ich sag, Mama, darf ich mit dir im Zimmer schlafen? Weil es kann sein, dass ich heute Nacht ersticke und sterben werde. Meine Mutter, was laberst du? Ich so, Mama, falls du mich ein paar Mal rufst im Schlaf und ich nicht antworte, dann bin ich tot. Damit du weißt, dann wasch mich hier im Badezimmer und so weiter, dann ist vorbei. Da konnte ich nicht schlafen und dachte ich mir jetzt, ich muss ins Krankenhaus. Ich gehe da rein, Leute, und jetzt kommt's. Ich zahle 900 Euro Krankenversicherung im Monat. Und das war jetzt wirklich mein erster Arztbesuch mit 900 Euro Krankenversicherung im Monat. Ich dachte mir, Bruder, die werden dich top behandeln. Ich gehe dahin ins Krankenhaus. Ich sag denen, ja, entschuldigen Sie. Also, weil es ging nicht. Ich konnte nicht mehr reden. Gar nicht. Ich hatte Schmerzen. Diese Arzthelferin sagt, lauter reden. Amanako, meine Stimme ist wirklich so laut, damit die reden. Bist du behindert? Ich so, ja, also, ich kann nicht reden. Ja. Sagt, die setzen sich hin. Meint die, was machen Sie? Sie müssen gehen. Meint die, ja, wir haben gerade ihren Namen vertauscht mit jemandem, der geröntgt wurde. Amanako, die haben meinen Namen mit irgendeinem Ali vertauscht, der sich, glaube ich, in dem Club, in dem ich krank geworden bin, irgendwie geschlagen hat mit jemandem, irgendeine Prellung hat. Dann sagen die zu mir, nee, sie müssen zu einem anderen Krankenhaus. Einfach, schick mich einfach raus. Ich komme da raus. Ich denke, Mama, dann können die sagen zu mir, sondern in ein Petrus-Krankenhaus. Bruder, soll ich mich von Ex-Muslim behandeln lassen, damit ich nachher noch andere Religionen annehme? Wisst ihr, wie ich zu diesem Petrus-Krankenhaus gehen wollte? Mit einer Laterne und sagen, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit dir. Bruder, ich dachte, St. Martin kommt gleich, da bringt mich da in dieses Petrus-Krankenhaus. Danach kamen die Kollegen wirklich, das war kein St. Martin, das war St. Yusuf Bilden, das war Hisham. Hisham kam dann dahin, fährt mich ins andere Krankenhaus und dann gehe ich ins andere Krankenhaus. Und ich habe mich auch noch krass gefühlt, weil ich zahle 900 Euro Krankenversicherung im Monat. Ich dachte, Bruder, hör auf, Professor Eich kommt dir einen Blatt. Ich komme schon mit so einem Pokéball und so einem Starter-Pokémon nach Hause. In diesem anderen Krankenhaus, Leute. Ich bin da am Warten. Alles war cool. Der Arzt, ja, was haben Sie? Ich so, ja, ich hab voll die heftigen Schluckbeschwerden. Der Halsschmerzen, ne? Ich so, nein, ich hatte das noch nie. Ich bin fast erstickt im Schlaf und so. Nein, Mensch kann im Schlaf nicht ersticken. Ich so, ja, okay, aber ich bin Moslem. Wir können auch im Schlaf den Sensenmann sehen. Bei uns gibt's andere Sachen auch. Der so, nein, warte. Der Arzt, weißt du, was er macht? Ich dachte so, der Arzt kann das sehen, dass ich 900 Euro im Monat bezahle. Dann dachte ich, dann behandelt er mich auch dementsprechend mit einer kleinen Schultermassage und sagt, auf kranke Hase angelehnt. Nein! Mund auf! Meine letzten Kraft! Oh ja! Holt er so einen Stab raus, so, mit einer Kamera vorne dran. Ich denke, Bruder, wie will der das jetzt bei mir reinkriegen? Machen Sie sich mal keine Sorgen, für 900 Euro kriegen wir alles rein. Nimmt er so ein Papier oder so, packt er meine Zunge, zieht er meine Zunge. Ich dachte, Opferfest, ich dachte, der schneidet mir jetzt hier was auf. Dann sagt er irgendwas auf Arabisch und dann fertig. Der zieht er meine Zunge, ich so, Warte, tief aus- und einatmen. Ich so, Bruder, du hast meine Zunge in der Hand, wie soll ich aus- und einatmen, wenn du meine Zunge in der Hand hast? Mach Oh ja, das machst du super, dafür kriegst du einen Attest. Und dann mach ich aus Reflex, aus Versehen so, ne? Und der so, Mensch, ne? Ich denk mir so, scheiße, jetzt hab ich auch noch den Arzt gegen mich, Bruder. Ich denk mir, jo, scheiße, Entschuldigung. Ich mach Mund auf, sag das, sagen Sie, nimm eure Zunge jetzt raus und sag mal, Wunder, das ging nicht. Meint der, ja, ihre Mundhöhle ist entzündet, als hätte ich im Club mit jedem rumgeleckt. Und kennt ihr diesen Zipfel, den ihr im Mund habt? Dieser Punching Bag, den ihr im Mund habt? Der ist komplett entzündet. Das ist ein viraler Effekt an ihrem Gipfelzäpfchen. Andere gehen auf TikTok viral. Bei mir das Einzige, was viral ist, das sind irgendwelche Sachen in meinem Körper, die angegriffen wurden an meiner Köln. Guckt da so ein PC, meint der, sie haben Übergewicht, ne? Ich zahle 900 Euro im Monat. Warum fragst du mich doch? Du siehst doch, dass ich Übergewicht habe. Musst du aber noch demütigen. Ich so, ja, 30 Kilo zu viel, 40 Kilo zu viel, meint der. Da kommt's auch, dass das nochmal ein bisschen anstrengend ist, ne, mit dem Ganzen, ne? Soll ich euch was ganz ehrlich sagen? Diese 900 Euro im Monat Krankenkasse, wisst ihr, wer diese 900 Euro verdient hätte? Meine ganzen Kollegen. Die waren diejenigen, die mich zum Arzt gebracht haben. Die waren diejenigen, die mir Medikamente geholt haben. Die haben mehr für mich getan als die Krankenkasse. Was machen die Ärzte? Die ziehen meine Zunge raus, als wäre ich ein Schaf und schreien mich noch an, dass ich dann nicht hi-ha-hu sagen kann, ich atmen kann. Das war es mit dem Video. Ich wollte einfach nur erzählen, dass ich krank war. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an CyberGhost VPN für das Sponsoring dieses Videos. Dank euch geht es mir schon viel, viel besser. Ich bin wieder endlich gesund geworden.
geworden. Sucht ihr also einen richtig sicheren VPN-Service, der alle eure Daten sichert und euch Zugriff gibt auf gesperrte Inhalte des Internets, dann ladet euch auf CyberGhost VPN über den ersten Link in der Beschreibung runter. Das Ganze kostet nur 1,94 € im Monat, ist risikofrei. Link in der Beschreibung. Gönnt mir und supportet mich.